Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Ich begrüße Sie heute im Namen der Patriotischen Gesellschaft, deren erster Vorsitzender ich bin. Mein Name ist Wilfried Mayer. Wir freuen uns, heute Ihnen vorstellen zu können und diskutieren zu können über die Ergebnisse des 7. Bülow-Wettbewerbs, der in diesem vergangenen Jahr stattgefunden hat. Und Bülow-Wettbewerb, dazu passt auch der Veranstaltungsraum, denn das Haus der Patriotischen Gesellschaft ist in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts von Theodor Bülow gebaut worden. Und in diesem Gebäude findet nun seit vermutlich etwa 20 Jahren der Bülow-Wettbewerb statt. Dieses Haus der Patriotischen Gesellschaft heute steht an derselben Stelle, an der jahrhundertelang das Hamburger Rathaus gestanden hat. Das ist natürlich verpflichtend. Auch von heute hat man noch von dieser Stelle aus einen guten Blick auf die Probleme der Stadt, insbesondere auf die Probleme der Innenstadt und der Altstadt. Deswegen lag es ganz nahe, als uns der Oberbaudirektor den Vorschlag gemacht hat, wir sollten doch für den 7. Bülow-Wettbewerb uns den Rödingsmarkt einmal vornehmen, darauf einzugehen und an alle deutschsprachigen Hochschulen, die sich mit Architektur und Landschaftsplanung, Städtebau beschäftigen, die Wettbewerbsunterlagen zu schicken. Da sind eine ganze Reihe Arbeiten eingekommen. Einige sind prämiert worden und heute Abend geht es darum, was mit dem Ergebnis dieser Arbeiten und dieses Wettbewerbs für die Stadt vielleicht auch anzufangen ist. Dazu sagt aber jetzt gleich was mein Kollege Herr von Ladiges, der Sprecher des Arbeitskreises Stadtentwicklung, der den Blick auf die Gesamtstadt sozusagen kollektiv ausübt. Dankeschön. Ja, danke schön, Herr Dr. Mayer. Mein Name ist Henning von Ladiges. Ich bin eben arbeite mit in dem Arbeitskreis Stadtentwicklung, der hier für die Patriotische Gesellschaft dieses studentische Wettbewerbsverfahren inhaltlich vorbereitet und auch betreut und begleitet. Ja, wie gesagt, im vergangenen Jahr wurde der 7. Bülow-Wettbewerb durchgeführt unter dem etwas sperrigen Namen Stadträumliche Perspektiven für Rödingsmarkt, Herrlichkeit und Alsterfleet. Es meint eben diesen räumlichen Bereich am westlichen Rande der eigentlichen Innenstadt, des Stadtteils Altstadt. Dann westlich davon beginnt ja dann jenseits des Alsterfleetes der Stadtteil Neustadt. Also ist Teil der Innenstadt und dennoch eben in dieser speziellen Lage dort, wie wir meinen, wie auch die Stadtentwicklungsbehörde meint, etwas unterwertig, sagen wir mal, gestaltet, vielleicht auch genutzt, zu einseitig, zu stark verkehrsbelastet. All das sollten eben die Studierenden bearbeiten. Es sind 35 Arbeiten sind dann letztlich eingegangen. Davon wurden drei mit Preisen versehen, gleichwertig, und drei wurden dann angekauft. Bemerkenswert vielleicht, dass fast alle dieser Arbeiten von weiblichen Planverfasserinnen doch verantwortet wurden. Das ist schon bemerkenswert und zeigt auch, wie stark so die Profession inzwischen auch weiblich besetzt ist. So, die Diskussion, durch die ich heute Abend hier ein wenig führen werde, soll also jetzt mal beleuchten, was hat eigentlich der Wettbewerb nun gebracht für Hamburg mit die Ergebnisse? Kann man daraus was lernen? Kann man daraus vielleicht sogar was umsetzen? Und dafür diskutieren mit mir Frau Ingrid Spengler. Frau Ingrid Spengler war die Vorsitzende des Preisgerichtes für dieses Wettbewerbsverfahren und ist ja auch selber Architektin, Mitinhaberin des Büros Spengler-Wischorleck, die in Hamburg viele namhafte Bauten verantworten. Das will ich jetzt hier gar nicht aufzählen, aber sie ist hier schon sehr erfahren und lange dabei, auch in der Innenstadt. Dann haben wir hier Herrn Martin Görge. Das ist der Eigentümer der Immobilie. Die Springenhof GmbH
ist ja die städtische Immobiliengesellschaft und der gehört eben das Parkhaus, was dort steht, was eben die zentrale Fläche dort einnimmt, ein Parkhaus mit fast 900 Parkplätzen. Und um die ging es dann auch im Wettbewerb ja schwergewichtig. Ja, dann nenne ich hier Herrn Professor Volkwin Mark, Architekt in Hamburg, den muss man eigentlich gar nicht, nein, in Hamburg muss man den wirklich nicht vorstellen, das ist nicht nötig. 50 Jahre Büro GMP, über 400 Bauten. Aber eins sage ich immer vielleicht doch, da sage ich ganz unbescheiden, also die Patriotische Gesellschaft möchte mit diesem Bülow-Wettbewerb ja Ausbildungsförderung betreiben, also Studenten so an die Praxis heranführen und auch das Büro GMP betreibt mit der Academy for Architectural Culture, ja genau so heißt das, AAC, einen postgraduierten Ausbildungsgang, der eben auch so eine Mittlerrolle zwischen Universität und Praxis darstellt. Ja, und last but least natürlich den Oberbaudirektor, Herrn Franz Höhing, der seit 2017, nicht? Seit 2017 genau Oberbaudirektor in Hamburg ist und der ja mit dem ja zusammen wir auch als Patriotische Gesellschaft diese Verfahren durchführen, weil eben hier auch Themen und Flächen behandelt werden, die im städtischen Interesse liegen und auch im Fokus der Allgemeinheit. Ja, gut, ich gehe jetzt mal dort hinten rüber und werde dann ein wenig anmoderieren. Meine erste Frage geht eigentlich an Frau Spengler als Vorsitzende des Preisgerichts. Wie haben Sie das empfunden? Sie hatten ja dann auch persönlichen Kontakt mit den Preisträgerinnen. Wie haben Sie das so erlebt, den Spirit, den die so rübergebracht haben? Haben Sie gesehen, dass die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und sich damit irgendwie identifiziert haben, auch mit den Arbeiten? Ja, aber hallo. Also ich muss ehrlich sagen, es war wirklich ein Vergnügen, in diesem Preisgericht dabei zu sein. Denn wir sind am Anfang so durch die Reihen gegangen, ne? Und dachten, was kommt denn jetzt? Was machen die mit diesem Fossil aus den 60er Jahren? Was macht man mit so einer großen, tiefen Garage? Mit welcher Fantasie werden die sich auseinandersetzen oder reißen sie gar alles ab? Da hat Herr Mark, glaube ich, große Sorge, denn Sie waren ja doch mit dabei damals. Da waren Sie noch ganz jung, als Sie diese Kuppel mit entworfen haben. Und gab schon ein bisschen Sorge, dass das Ding vielleicht ganz weg ist. Aber man muss ja eigentlich bei so einem Wettbewerb so ganz unromantisch erstmal rangehen. Was kann man eigentlich mit so einem Gebäude machen? Das ist ja die Grundvoraussetzung. Was gibt es her und wie setze ich mich damit auseinander? Wie begründe ich meine Arbeit? Und ich muss sagen, wir haben da wirklich Arbeiten gehabt, die von erstaunlicher Reife zeugen. Also diese jungen Menschen sind eine andere Architektengeneration. Das muss ich schon bemerkenswert, finde ich schon bemerkenswert, als die Leute, die vor 10, 20 Jahren sich auch mal als Praktikanten oder Studenten bei uns beworben haben, die denken anders. Früher hat man im Studium mal so eine Arbeit gemacht, wie zum Beispiel Thermalbad in paradiesischer Landschaft, Haus für einen Ornithologen, das kennen wir doch auch noch, da kommen die an und machen so selbstverliebte Dinger oder sie entwerfen Sachen, die vom Himmel gefallen sind und irgendwo gelandet, aber nicht dran gedacht haben, wie der Stadtraum aussieht. Und das war einfach ganz anders. Da haben die Leute sich auseinandergesetzt mit dem Umfeld. Ein unter Wert genutzter Ort direkt am Fleet. Was macht ein Parkhaus am Fleet? Da geht doch mehr. Was macht man mit dem Erdgeschoss? Da geht ja auch mehr als eine Waschanlage und so ein bisschen drumherum. Das könnte man aktivieren, so könnte man die Stadt lebendig machen. Und zum anderen, was macht man mit dem Objekt selbst? Und da kamen Arbeiten heraus, die haben das Ganze als Skelett gelassen, haben einige Böden rausgenommen, um Lichthöfe zu schaffen, haben in der Kuppel eine
ja, so eine Promenade entwickelt, auch als Laufsteg. Andere haben Arbeiten mit in dieses Objekt hineingebracht. Aber immer mit der Überlegung, was mache ich aus der Lage? Wie gehe ich mit dem Fleet um? Da möchte ich rausschauen. Also die guten Lagen mit dem Wohnen, am besten zum Wasser. Die schlechteren Lagen dann hinten zur Bahn. Also es sind sehr erstaunliche Dinge bis zur Bibliothek herausgekommen. Wir haben alles gesehen und haben dann schließlich 6 Arbeiten herausgesucht, wo wir gedacht haben, ja, die haben so ganz unterschiedliche Facetten vom Wohnen, Arbeiten, Produktion. Es sind auch ein paar spinnerte Sachen dabei, die aber lebendig sind, die sich mit Nachhaltigkeit sehr stark beschäftigen. Das haben wir ja früher auch nicht gehabt. Die gucken, was bedeutet es, diese graue Energie zu haben. Wenn ich für eine Tonne Stahlproduktion 1,7 Tonnen CO2 produziere, lohnt es sich vielleicht schon darüber nachzudenken, dass man das weiter nutzt. Und in diesem Sinne haben fast alle das Gebäude erhalten und haben spannende Arbeiten gezeigt, die auch prämierungswürdig waren. Es war wirklich ein Vergnügen, sage ich nochmal. Dankeschön. Ja, das zeugt von, ja, von viel Anerkennung, das stimmt. Mhm. Herr Höhing, dann darf ich Sie mal fragen, weil Sie ja auch mit der Patriotischen Gesellschaft zusammen, mit dem Arbeitskreis zusammen eben diese Fläche vorgeschlagen haben und auch da eine Bedeutung drin gesehen haben. Haben sich Ihre Erwartungen da erfüllt? Was sind Ihre Erkenntnisse aus dem Wettbewerb? Oder ich sage mal noch mal dezidierter, könnte man sogar sagen, dass oder so gefragt erstmal, sind die Vorschläge eigentlich geeignet, eine Aufwertung zu erreichen? Ich würde sagen, zweifellos ja. Aber sind sie eigentlich auch, hätten sie sogar, könnten sie so weit gehen, dass da eine gewisse Leitfunktion übernommen wird? Wäre das beispielhaft? Immerhin könnte die Stadt ja dort auch, ist ein städtisches Immobilie, kann man ja sagen, im weitesten Sinne, auch eine aktive Rolle spielen. Also erstmal muss man ja konstatieren, wir sitzen heute Abend hier, weil die Patriotische Gesellschaft einen Bülow-Wettbewerb ausgelobt hat für die nächste Generation von Architektinnen und Architekten. Das ist, glaube ich, auch unser ureigenster Job, sich auch darum zu kümmern, nicht nur um das Tagesgeschäft, sondern auch zu sehen, dass eine nächste Generation heranwächst. Und wenn das nicht so interessant gewesen wäre, was da jetzt diesmal rausgekommen ist, würden wir heute Abend wahrscheinlich alle irgendwo anders sein. Also insofern würde ich sagen, ja, das sind Diskussionsbeiträge, die eine vielleicht auch bis dato sehr abstrakt geführte Diskussion anschaulich machen, Lust machen, sich damit weiter zu beschäftigen. Und vielleicht darf ich aber noch sagen, dieses Parkhaus, über das wir jetzt gerade schon so kurz gesprochen haben, ist ja auch nur ein Baustein, okay, ja, an einem Ort, der vielleicht nicht vergessen ist, aber wo Sie selber, Herr von Ladiges, vorhin gesagt haben, das liegt noch westlich der eigentlichen Innenstadt. Ja, also es ist Innenstadt, ja, es ist eines der ältesten Stadträume in dieser Stadt und der ist schlichtweg in den letzten Jahrzehnten ein bisschen, ja, vergessen worden, ist ein bisschen zum Dienstboteneingang in die vermeintlich eigentliche Innenstadt, wo man denkt, naja, irgendwo am Rödingsmarkt oder da an der Kurt-Schumacher-Allee, da fängt irgendwie vielleicht die Innenstadt an, davor ist noch irgendwie was anderes. Also dieses Verfahren, was ja ehrlicherweise erstmal auch ein bisschen sperrig dahergekommen ist und wir auch mit Herrn Dr. Meyer und allen anderen ein bisschen überlegt haben, ist das eigentlich eine Aufgabe, ja, wo setzen die Leute denn da an? Verstehen die das, weil es eben nicht nur eine Auseinandersetzung mit einem erstmal merkwürdigen Haus an so einer prominenten Stelle ist, an einer Straße, die heißt Herrlichkeit und ist genau das Gegenteil davon heute, wenn man da hinkommt. Also insofern war es schon noch komplexer, als sich mit einem Bauwerk zu beschäftigen, nämlich eigentlich eine Idee zu entwickeln, wie dieser ganze Stadtraum, der gefühlt noch nicht Teil der Innenstadt ist, wie der Innenstadt werden kann. Und wie diese Unwirtlichkeit, die in Teilen auch durch verkehrliche Situationen, wie wir sie heute vorfinden, ja generiert ist, diese Unwirtlichkeit zu einer hohen Aufenthaltsqualität zu machen. Und das ist ehrlicherweise eine extrem schwierige Aufgabe. Und ich selber war, als ich mit Herrn Dr. Meyer darüber gesprochen habe, auch nicht ganz sicher, ist das auch eine Überforderung der Studierenden, ja, wo sich Generationen hier von Architekten damit schon auch die Zähne ausgebissen haben. Also kann man das
den Studierenden nochmal als Aufgabe zumuten. Und da muss ich schon sagen, da waren wir allesamt überrascht, auch von dem Niveau und von dieser auch gedanklichen Frische, die da in vielen Arbeiten auch drin gesteckt hat und die uns ja zumindest mal ein Stück weit auch ein Spektrum aufgezeigt haben, wo einige ganz mutig gesagt haben, auch wenn das vielleicht im Moment politisch ein bisschen unkorrekt ist, zu sagen, das räumen wir jetzt mal ab an der Stelle. Ja, ein Parkhaus hat da am Fleet, am Alsterfleet auch nichts verloren. Da gibt es prominentere Nutzungen, die das da sozusagen auch besetzen können, egal was Herr Göre mit seiner Miete da so macht. Und andere, die haben gesagt, nein, da steckt irgendwie auch auf den ersten und zweiten und vielleicht auch dritten Blick steckt da irgendwie eine Qualität drin. Ja, die muss man erstmal wieder frei arbeiten und dann kann man daraus was Interessantes machen. Also insofern, ich bin da total froh, dass wir uns da auf dieses kleine Abenteuer eingelassen haben. Und da liegen jetzt ein paar Beiträge am Tisch, über die kann man heftig streiten. Und das finde ich erstmal gut, weil ich ganz bewusst, und das ist ja auch ein Stück weit, darüber werden wir gleich nochmal reden, ist über diese, welcher Beitrag kann dieser Stadtraum für die Innenstadtentwicklung insgesamt leisten, welche Rolle hat der eigentlich künftig, und deshalb finde ich das wunderbar, dass das so anschaulich geworden ist. Und es war das Parkhaus und es war auch der gesamte Stadtraum Rödingsmarkt, der ja mal ein fantastisches Fleet war und mittlerweile wirklich ein bisschen zu einer reinen Verkehrstrasse verkommen ist. Ja, das muss man einfach konstatieren, wenn man es heute sieht. Und sicherlich auch also aus meiner Perspektive, die Arbeiten haben da eine enorme Bandbreite gezeigt, auch an Möglichkeiten, die es gibt, eben auch mit dem Gebäude selber. Ich gebe ehrlich zu, dass ich eingangs eigentlich gar nicht so sehr der Meinung war, dass dieses Parkhaus irgendwie wirklich erhaltenswürdig sei. So, und habe gedacht, naja, nun ein Parkhaus und da kann man doch sicher was anderes und Besseres machen da am Wasser. Aber da wollte ich mal eines sagen. Ich bin vor kurzem, vor nicht allzu langer Zeit, über so ein historisches Luftbild hier aus den 60er Jahren gestolpert. Und da kann man schon erkennen, da habe ich das dann auch verstanden, dass dieses Parkhaus damals jedenfalls eine ganz enorme stadträumliche Bedeutung auch hatte. Wenn man sich das ganze Umfeld dort anguckt, alles kleinteilig, noch etwas, ein bisschen angejaht und sind auch noch Kriegsschäden zu erkennen und so weiter. Und da steht diese weiße liegende Gestalt da drin. Also das hat etwa die gleichen Dimensionen wie das Hamburg-Süd-Hochhaus von Pinau und auch das IBM-Hochhaus. So, und hier die Ostweststraße nagelneu daneben. Also da habe ich irgendwie sogar auch verstanden, warum man das neben das Fleet gestellt hat damals. Weil das wirklich eine Attraktion war. Ja, Herr Professor Mark, dann natürlich mal an Sie die Frage. Frau Spengler hat es ja schon erwähnt. Sie waren ja wohl einer der Mitentwerfer dieses Parkhauses. Wie fühlt sich das heute an, das ist natürlich die autogerechte Stadt, die da auch eine Rolle spielt, was man heute so auch kritisiert. Wie sehen Sie das heute? So halten Sie so ein Bauwerk auch für transformationsfähig? Also jetzt war es ein Studentenwettbewerb. Und damals war ich auch Student, Werkstudent. Schön. Und das war tatsächlich das erste Bauwerk, was da entstand. Außerdem sollte ich fast rausfliegen, weil ich diese Doppelwendelrampe immer vertrat. Und mein Chef sagt, die geht nicht. Das war Herbert Sprotte. Und natürlich sind zwei Generationen drüber hingegangen. 60 Jahre. Mhm. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, bis dann eines Tages die Freunde des Denkmalschutzes auf mich zukamen und sagten, mein Gott, wissen Sie, das ist ganz in der Diskussion. Sie müssen sich mal damit beschäftigen und Sie haben doch auch sich so engagiert für die City-Häuser und andere Sachen. Kommt da doch mal hin. Und da habe ich dann der Frau Sassenscheid damals gesagt, ja, wissen Sie was, das habe ich hier gezeichnet, allerdings nur die Grundrisse. Und dann habe ich geguckt. Und zunächst mal eins, das ist ein monofunktionales Haus, funktioniert blendend,
sparsam gebaut, aber inzwischen ist die Stadt gewachsen. Das stimmt, das ist nicht mehr so. Die Mobilität hat sich verändert und wir wollen Leben in die Stadt kriegen. Das heißt, vielfältige Nutzung in der Stadt und in Gebäuden mischen. Alles, was man früher getrennt hat, soll verbunden sein. Also, hingefahren, geguckt. Und haben wir gesagt, ja, also wie Sie so schön eben gesagt haben, da geht noch mehr. Das ist genau der Unterschied. Damals war es eine Funktion, jetzt geht mehr. Und alleine schon Stichwort Alsterfleet. 3 oder 4 Jahrzehnte lang ist ein Alsterwanderweg geplant worden, der noch bis zur Fleetinsel geht, dann danach verkümmert und im Grunde genommen keinen mehr ermuntert, dort zu gehen. Das Wichtigste ist aber, inzwischen gibt es die Hafen-City, damals war das die Zollgrenze. Es braucht den Weg mitten aus der Stadt vom Rathausmarkt, eben Hafen-City zur Kerwiderspitze. Das war, da gibt es eine unglaubliche Chance. Und das ist jetzt nicht der Alsterwanderweg, den muss man auch aufmöbeln, aber es ist der Rathausmarkt, Alter Wall, Rödingsmarkt, Baumwall. So, und es war ja eben die Rede davon, ich habe sehr, sehr aufmerksam zugehört, es war ja die Rede, den gesamten Stadtraum in den Blick zu nehmen. Das ist eine Überforderung. Mein Gott, das kann man von Studenten nicht verlangen. Die haben jetzt nur den Bau genommen. Aber wenn ich den Stadtraum nehme und ich stellte mir vor, es würde der alte Wall, der schon im ersten Teil beruhigt ist, nämlich dort, wo das Bucerium Kustforum entstanden ist, da bei der Börse, das würde weitergehen als Boulevard, würde an der Fleetinsel vorbei in den Rödingsmarkt reingehen. Man würde dann das auch zum Boulevard entwickeln und käme hier an. Dann wäre das eine der vitalsten Verbindungen zur Hafen-City. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass da auch noch Leben drin wäre, also Corona hin und her, wir werden wieder zum Leben kommen. Und ich stellte mir jetzt auch noch vor, unter dem Viadukt des Rödingsmarktes, da hätte man ein Altstadt-Isemarkt. Das wäre fantastisch. Rechts und links ein Fußgängerweg, breiter als heute. Die Radfahrer, eine Spur nur noch zum Durchfahren, wie dort auch. Und mittendrin das Leben. So. Da muss man die Autos wegkriegen. Ich bin gerade gefragt worden, wie kriegt man eigentlich die Autos vor dem Kircheingang Katharinenkirche weg? Ja, dafür gibt es Parkhäuser. Da muss man die Autos dort alle wegkriegen. Das ist ein Haufen Autos. Ich bin eben vorbeigefahren. Die muss man auch wegkriegen. So, dann steht daneben diese Straße Herrlichkeit. Das war früher der alte Wall. Und da, als der geschleift wurde, dann haben die Ratsherren da ihre Gärten gehabt. Nicht? Das war eine Herrlichkeit in einer Stadt ohne Grün. So, das kann man genauso bepflanzen wie gegenüber. Das heißt, da kann man Adresse draus machen. Jetzt kann man aus dem Parterre runter ein Liga an der Alster haben. Wunderbar. Also das heißt zu Deutsch, nicht nur der Rödingsmarkt und das Wort Markt muss wieder gelten, sondern auch alles, was ihn jetzt begleitet, zurückgebaut, dominant jetzt für Fußgänger, Radfahrer und eben 2-mal eine Woche Markt, dann die Aktualisierung des Alsterfleetes mit einer Beziehung runter, nicht nur für die Reparatur des Pumpwerkes, das kann man wunderbar machen, und dann, weil alles rundherum gewachsen ist, kann man aufstocken, und zwar genau das, was in der Stadt fehlt. Und was rauskommt, ist genau das, was ich damals nicht gelernt habe. Wir haben damals monofunktional gedacht. Alles musste getrennt werden, separiert werden in der Stadt, in den Häusern. Jetzt kann man alles zusammen machen. Man kann oben wohnen, haben die Studenten gezeigt. Man kann oben arbeiten, man kann sogar kombiniert machen. Wir haben ja eine andere Gesellschaft, wir haben jetzt Homeoffice, soll sich herumgesprochen haben. So. Zweitens, man kann neues Gewerbe oben drauf setzen. Man kann unten, nicht,
an der Alster, das haben die Studenten auch gezeigt, dort, wo jetzt im Grunde genommen nur Parkplätze oder wo eigentlich eine schöne Kolonnade sein könnte, sind, kann man eine wunderbare stadtaffine Nutzung machen mit Beziehung zum Wasser runter. Da kann man noch viel mehr machen. Zum Beispiel alles, was man heute Verkehrshubs nennt. Das heißt ein Verteilzentrum für Warenverteilung innerhalb der Alt- und Neustadt im Sockelgeschoss. Nicht mal rauscht rein. Da kann man auch wunderbar auf der kurzen Rampe, kann man sogar mit dem Zweirad wunderbar runterkommen. Die Dinger haben ja alle jetzt elektrische Hilfe und hinten wieder raus. Also zum Liefern, zum Feinverteilen. Das heißt, ich kann wohnen, arbeiten, Restauration, Ladengeschäft. Was da vorne ist, ist ja total verkümmert. Das sollte mal eins werden. Alles miteinander verbinden und dann vor allem den gesamten Ruhenverkehr aus der Stadt zu konzentrieren und unterzubringen. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit Verkehr. Nicht mit dem störenden Verkehr. Die Mobilität wird auch in Zukunft bleiben. Nicht? Man wird elektrisch und mit Wasserstoff fahren. Mobilität ist wichtig, aber sie darf nicht stören und darf nicht blockieren. Und dazu kann man im Grunde genommen jetzt graue Substanz bewahren, die unterbringen und alles andere, auch was die Studenten gezeigt haben, noch dazu. Also da geht wirklich mehr. Ja, faszinierend, was Sie da an Kreativität noch bringen. Das mit dem Markt finde ich sehr interessant. Das hat ja noch nicht mal einer der Studenten oder Studentinnen gebracht. Das kam da nicht vor, so ein Markt unter dem U-Bahn-Viadukt. Aber da müssen eben nicht nur die Autos weg, da müssen auch die Menschen hin, die dann den Markt dort bevölkern. Das sehe ich fast als das schwierige Problem noch an und eben die Mischnutzung. Ja, Mischnutzung ist eben auch das Stichwort natürlich, auch an der Stelle. Deswegen wollte ich jetzt vielleicht mal den Eigentümer fragen. Den muss man auch den Eigentümer nicht. Der Eigentümer wird immer zuletzt gefragt. Ja, Herr Görge, die Springhof GmbH versteht sich ja so, das habe ich Ihrer Internetseite entnommen, als Garant für das wirtschaftliche Handeln der Stadt. Also muss es da eigentlich auch so passieren. Nicht? Ist denn irgendwas von den Vorschlägen, die Sie dort gesehen haben, können Sie sich vorstellen, dass das tatsächlich, dass Sie das sowas umsetzen oder an einen Projektentwickler geben, der sowas machen würde? Thema Wohnen auch? Ganz kurz vielleicht zur Vorrede. Als ich vor 5 Jahren mit dem damaligen ersten Bürgermeister über die öffentlichen Liegenschaften in der Stadt Hamburg gesprochen hat, hat er klar gesagt, wenn ich durch die Stadt gehe oder fahre, Herr Görge, dann sehe ich, welche Gebäude der Stadt gehören und welche nicht der Stadt gehören. Und das muss aufhören. Seine These war, die öffentlichen Gebäude sind unterentwickelt. Und hier sieht man das an dem Parkhaus Herrlichkeit, ja, wie es sozusagen als erster Aspekt mal der Adressbildung wichtig ist. Ganz deutlich, dass die Zeit drüber weggegangen ist. Der Höhenversprung nach rechts und nach links ist ja ganz deutlich. Ja, heute duckt es sich im Gegensatz zu dem Bild von damals, wo es sich erhoben hat aus dieser Lage heraus. Heute duckt es sich ein und das muss behoben werden. Das ist völlig unstreitig. Der Wettbewerb kommt genau zur richtigen Zeit. Das Gebäude ist an die 60 Jahre alt. Es hat im Beton Schäden, die behoben werden müssen. Es ist in die Jahre gekommen, da muss man sich drum kümmern. Und dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, sowohl rechtlicher Art, aber eben auch gedanklicher, sortierender und inspirierender Art, müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Und deswegen war dieser Wettbewerb sehr, sehr richtig und hilfreich, die Gedanken nicht nur auf das Gebäude zu konzentrieren, sondern auf den Stadtraum. Und wenn wir sagen, was hat er gebracht, der Wettbewerb, dann muss man sagen, wir haben 3 Preisträger, die alle auf Substanzerhalt Wert gelegt haben. Mit dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt stark im Kopf. Graue Energie muss erhalten werden. Da geht es eben um ganz viel CO2, was schon gebunden ist in der Substanz. Es ist aber auch deutlich geworden, dass die Betonung der Horizontale durch die Stockwerke mit den weißen Fassadenelementen eine architektonische Qualität hat, die wir vielleicht zunächst gar nicht gesehen haben, jetzt aber immer deutlicher wahrnehmen, wenn man genauer hinguckt.
Und das Parkhaus galt ja so ein bisschen oder gilt immer noch als hässliches Entlein. Und deswegen haben wir vor anderthalb Jahren schon mit Professor Köttering von der Hochschule für Bildende Künste einen Kunstwettbewerb gemacht zur Fassadengestaltung und hatten auch da eine schöne Idee, weil das ganze Thema Umnutzung dieses Grundstücks oder so ja lange dauert. Nicht? Deswegen geht es auch darum, schon jetzt darauf hinzuweisen, das ist ein Gebäude, was eine gewisse Zentralität hat und wo wir uns darum bemühen müssen, diesen Standort wieder attraktiver zu machen. Und mit den ergänzenden Themen, die Herr Professor Mark vorhin angesprochen hat, wie kriege ich eigentlich die Erdgeschosszone so genutzt, dass sie auch was bringt für die Menschen? Ja, wie bringe ich sie auch weg von einer von 7 Uhr morgens bis vielleicht 19 oder 20 Uhr Abendnutzung, sondern kann ich diesen Zeitraum verlängern über die Shops, die heute sehr viel länger auf sein können und sehr viel mehr Leben produzieren können? Wie kriege ich diesen Gang in die Hafencity belebt? Und wir sehen das am Isemarkt beispielsweise, wie toll das angenommen wird, nicht? Dass da unter den Viadukten zweimal in der Woche ein Wochenmarkt ist. Das wäre natürlich auch hier eine wunderbare Ergänzung, um überhaupt diesen Fußlauf und diesen Fahrradlauf zu verstärken. Und dann die Mischnutzung in den Gebäuden ist sicherlich richtig. Das Erdgeschoss muss belebter sein, muss etwas bringen für die Öffentlichkeit, aber auch die Dachflächen, die heute der Luftraum überhalb des Gebäudes, da werden wir sicherlich intensiv darüber diskutieren, wie man sowas ausprägen kann, wie viel die heutige Statik auch zulässt von dem Gebäude. Aber auf jeden Fall wollen wir diesen Raum erschließen und auch nutzen, ganz im Sinne von den hybriden Formen zwischen Wohnen und Arbeiten, aber auch Erleben dieses Raums, damit man wieder neue Sichtbezüge bekommt und Anlässe schafft, auch diese Räume wirklich nutzen zu können. Ja, danke schön. Frau Spengler, Sie wollten eigentlich schon auf Professor Mark Ideenfeuerwerk. Wir sind doch enorm weit gekommen. Wenn man jetzt mal an die 60er, 70er Jahre, an die Ölkrise in den 70er Jahren, da waren Sie alle noch gar nicht da, aber wir beide wissen schon, wovon wir reden. Da fing es doch eigentlich an, über Umwelt, über Ökologie, über das Auto nachzudenken. Wie viel Auto braucht man überhaupt? Und dann hat man irgendwelche Häuser auf der grünen Wiese gebaut, mit einem Grasdach obendrauf, möglichst Passivhäusern, ist dann mit dem Auto dahin gefahren und dachte an nichts Böses, dachte, ich tue ja was Sinnvolles, weil ich ja ein gutes Haus baue. Aber dass man die Stadt dadurch zersiedelt über diese ganzen Straßenführungen, das kam dann später auch dazu. Und jetzt sind wir doch in der komfortablen Situation, dass wir das alles in Frage stellen, dass wir über alles diskutieren. Das Auto hat nicht mehr diesen Stellenwert. Das ist ein nützliches Tier, das man beherrschen muss und von dem man sich nicht beherrschen lassen darf. Und dieses wunderbare Bild, das Sie gezeigt haben, mit dieser autogerechten Stadt, mit dieser Schneise, die man da reingehauen hat, die Ost-West-Straße und das Parkhaus direkt in kürzester Entfernung, damit man auch schön reinfahren kann. Also diese ganzen Dinge haben nicht mehr diesen Wert. Und das ist ja eigentlich, da sind wir schon weitergekommen. Wir sind auch weitergekommen in der Nutzungsmischung. Wir reden ja die ganze Zeit über Nutzungsmischung. Wir wollen nicht mehr die monofunktionale Garage haben und das monofunktionale Wohngebiet, sondern wir wollen eigentlich wieder eine lebendige urbane Stadt. Und das ist auch diskussionsfähig und ist in der Stadtgesellschaft inzwischen sehr gut verankert, auch hier gerade durch diese Veranstaltung hier. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Ich bin eben hängen geblieben an Ihrem Begriff hässliches Entlein. Wir haben ja auch eine andere Ästhetik entwickelt. So eine Stadt ist doch eigentlich, die Häuser der Stadt sind so ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch. Und da kann man doch die Bauepochen wunderbar ablesen. Und wer sagt, was ist hässlich, was ist schön? Diese Garage hat für mich eine spröde Schönheit. Sie ist Ausdruck ihrer Zeit. Und bei den studentischen Arbeiten konnte man auch erkennen, die haben andere Schönheitsideale. Die sagen nicht mehr, das ist hässlich, das muss anders umgestaltet werden. Das hat der eine oder andere auch gemacht. Aber es gab durchaus Leute, die haben gesagt, das hat eine Ästhetik. Und die möchte ich bewahren. Ich möchte die Zeitschicht erkennbar lassen. Und das, finde ich, ist auch eine neue Qualität, die wir uns bewahren sollten. Dass man Dinge, auch wenn man sie vermeintlich für hässlich hält, bestehen lässt. Und insofern bin ich ja sehr froh, dass das Ding noch steht. Die Kathedrale des Parkens, ne? So haben wir es ja genannt. Ja,
Ja, vielen Dank, Frau Spengler. Ich möchte eigentlich mal ein Thema aufgreifen und jetzt vielleicht auch in der zweiten Runde nochmal vertiefen, weg von dem Parkhaus als solchem, sondern eben dieses Kernthema Belebung. Belebung am Rödingsmarkt. Aber letztendlich ist es natürlich eine Frage ja auch Belebung der gesamten Innenstadt. Das ist ja ein Thema, was überall eigentlich eine gewisse Rolle spielt. Zumindest dann auch abends. Dominanz auch von Verkehr, Aufenthaltsqualität, die manchmal eben schon verbesserungswürdig ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie schafft man das eben einfach? Wie schafft man das? Wie kriegt man das hin? Das ist sicherlich ein langer Prozess, aber jetzt nach meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass durch die Ereignisse und Perspektiven so rund um Corona die Dinge sich doch eben beschleunigen und manche Probleme sich verschärfter darstellen, als man das vielleicht so vor 2-3 Jahren gesehen hat überhaupt. Und da wäre natürlich meine erste Frage so an Herrn Höhing. Gut, man hat das Innenstadtkonzept von 2014, aber wäre es nicht eigentlich notwendig, auf diese Art von Herausforderungen, die da jetzt absehbar sind, also gewisse Ladenflächen schrumpfen, Notwendigkeit, jetzt echt doch mit Druck mehr Wohnen in die Innenstadt zu kriegen, zu reagieren? Wie sehen Sie das? Wie sieht die Stadtentwicklungsbehörde das? Ja, also jetzt ist es ja nicht so, dass wir so ein bisschen im Nebel gestochert haben, überlegt haben, wo können wir die Studenten denn noch mal hintreiben, sondern das war ja ganz bewusst auch ein Schritt, diesen Ort mal auf die Landkarte zu bringen. Und wir hatten das ja Ende letzten Jahres schon oder Ende vorletzten Jahres uns sehr genau die Innenstadt angeguckt, auch das damalige Innenstadtkonzept nochmal geguckt, reicht das eigentlich aus, muss man das an manchen Stellen jetzt auch konkret machen, und eine zentrale Erkenntnis, die jetzt vielleicht gar nicht Erkenntnis, sondern auch ein Stück weit Binsenweisheit ist, wir müssen uns um den öffentlichen Raum in einem größeren Ausmaß kümmern. Es sind ganz, ganz viele Dinge gemacht worden in den letzten Jahrzehnten, das muss man ja auch, glaube ich, nüchtern sagen, gerade auch im öffentlichen Raum ist in einem nennenswerten Umfang in dieser Stadt was passiert. Das merken die Hamburger selber gar nicht so genau, weil sie das selbstverständlich finden, aber im Vergleich zu anderen Städten hat die Stadt das mit dem öffentlichen Raum, nicht zuletzt mit diesem Instrument des BITS, schon auch sehr ernst genommen und an vielen Stellen auch, finde ich, sehr vorzeigbare Dinge gemacht. Und wir haben dann den Eindruck gehabt, gleichwohl, es sind ein paar Lagen immer noch Rückseiten, immer noch nicht so richtig in den Fokus gerückt. Das fängt möglicherweise beim Kontorhaus Viertel rund um den Burchardplatz an. Da ist der Hopfenmarkt, der im Grunde ein Schatten seiner ursprünglichen historischen Bedeutung und Gestaltqualität war, und es ist eben auch der Rödingsmarkt, und das haben wir, glaube ich, sehr früh auch benannt, so wie Herr Professor Mark gesagt hat, als eines der wichtigsten historischen Beziehungen zwischen sozusagen dem Rathausmarkt und der Speicherstadt und dann auch sozusagen in der weiteren Folge der Hafencity. Und ich glaube, man muss da jetzt schlichtweg dranbleiben, ja, diesen Raum in den Fokus nehmen und schrittweise eben auch diese verkehrlichen Rahmenbedingungen schaffen, um diesen Raum freizuspielen, der heute, wie gesagt, Restraum geworden ist. Und dann würde ich heute auch nicht zu vorschnell sagen, das und das ist jetzt für dieses Parkhaus richtig und das machen wir links und rechts. Ich finde, da ist jetzt mal eine Diskussion in Gang gesetzt und da sollten alle noch mal mitdiskutieren, was ist da richtig. Keiner hat im Moment bei allem, also ich habe das so das letzte Jahr sehr genau verfolgt oder nicht sehr genau, aber immer wieder verfolgt, wer sagt eigentlich was und mit welchen schlauen Thesen kommt wer sozusagen in die Öffentlichkeit. Und es ist ganz interessant zu sehen, wer hat was im März letzten Jahres behauptet, was hat er im November gesagt und was hat er letzte Woche noch gesagt. So, also sozusagen immer wieder neue Wahrheiten, und ich muss sagen, wir sind alle gut beraten, jetzt nicht innezuhalten, sondern sehr intensiv, auch was die Innenstadt betrifft und die Frage, welche Bausteine beleben diese Innenstadt zukünftig, welche Rolle spielt der Einzelhandel. Ich glaube, da sind wir alle auf der Suche und keiner von uns hat ein Patentrezept dafür. Ja, und ich glaube, diese Diskussion, die müssen wir alle noch sehr intensiv führen, und ich wehre mich auch ein Stück weit dagegen, nicht weil ich da jetzt irgendwie die Wahrheit scheuen würde, aber
so einen apokalyptischen Abgesang auf den Einzelhandel in der Hamburger Innenstadt zu singen, ja, und zu sagen, der hat seine Triebkraft vollständig verloren, es müssen zukünftig ganz andere Dinge sein, die die Innenstadt beleben. Klar, er hat in seiner Bedeutung sicherlich nachgelassen und gleichwohl ist er weiterhin an vielen Stellen auch, glaube ich, ein wichtiger Baustein, den wir nicht einfach so abtun sollen. Und dann gilt es darüber nachzudenken, was sind die nächsten Dinge. Es gibt eine sehr interessante Debatte, welche Rolle kann die Kultur in der Innenstadt spielen, wie stark. Wir haben eine ganze Reihe von hochkarätigen Kultureinrichtungen in der Stadt. Müssen sie salopp formuliert die Türen mal öffnen, müssen sie sozusagen den öffentlichen Raum erobern, müssen die Dinge auch ausprobieren, was sowieso ein Plädoyer von mir wäre, nicht immer sozusagen finale Lösungen zu suchen, sondern sich auch zu trauen, mal was auszuprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, das auch mal wieder zur Seite zu legen und was Neues auszuprobieren. Gerade im Verkehr, ja, dieses Suchen nach finalen Wahrheiten. Manchmal hätte ich Lust, einen Eimer Farbe zu kaufen und mal mit einem Pinsel durch die Stadt zu gehen und zu sagen, das probieren wir jetzt mal aus. Und vielleicht wäre der Rödingsmarkt ein ziemlich toller Ort, um mal zu gucken, muss ich da noch mit zwei Linksabbiegerspuren hineindüsen oder reicht auch eine oder braucht man gar keine mehr. Also dieser Mut zum Experiment, ich glaube, den müssen wir jetzt auch ernst nehmen und jetzt nicht immer uns überbieten mit ganz schlauen Ideen, die man sozusagen absolut setzt. Und gleichwohl sind das tolle Ideen von Herrn Mark, ja. Und gleichwohl ist das doch, wenn man unter diesem fantastischen Viadukt steht, was die Hochbahn vor, ich weiß nicht, 20 Jahren erneuert hat, dann sind ja auch solche Ideen nicht fern, sondern dann sind die sehr plausibel. Und ich glaube, die Diskussion ist in Gang gesetzt und wir sollten den Ball auch noch so ein bisschen in der Luft halten und nicht zu schnell, glaube ich, jetzt auch sagen, das ist es jetzt und das macht Herr Görri jetzt. Der baut da oben ein paar Wohnungen drauf, das Erdgeschoss räumt er frei, an der Herrlichkeit pflanzen wir noch ein paar Bäume und wenn wir dann den Markt noch haben, dann ist das auf einmal Teil der Innenstadt. Also da, glaube ich, ist es vielleicht auch noch ein bisschen vorschnell. Ja, um das aber noch mal ein bisschen zu präzisieren, ich meinte ja auch nicht, ich will hier keine Grabrede auf den Einzelhandel der Hamburger Innenstadt insgesamt halten. Aber doch, eines denke ich doch, Herr Höhing, die Trends, die Zeichen, das ist doch erkennbar. Und wenn man eben sieht, dass mittlerweile, das war ja, als der Wettbewerb begonnen hat, also so dann doch noch nicht absehbar, der Einzelhandel schon in 1A-Lagen, also doch etwas unter Druck gerät, um das mal so auszudrücken, dann finde ich es schwierig, sich vorzustellen, wie jetzt also in 2A-Lagen plötzlich Einzelhandel entstehen soll, der dort die Straße belebt. Meine Idee wäre ja in der Tat auch, genau so etwas temporäres, zwischennutzungsmäßiges dort mal zu versuchen und damit eben auch Publikum dorthin zu kriegen. Ja. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auch wenn das bauordnungsrechtlich natürlich alles höllisch schwierig ist, eine Ebene des Parkhauses wird für kulturelle Nutzung freigeräumt. So, da muss man natürlich noch Notausgänge und so weiter, Fluchtwege haben. Ja. Klar, das kommt alles dazu, aber das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Also ich will auch nicht so undiplomatisch sein, Herr Lagerlis, aber ob Einzelhandel funktioniert an bestimmten Orten dieser Stadt, hat am Ende auch was mit dem Mietniveau zu tun. Wie viel muss ich zahlen, um einen Quadratmeter in der Innenstadt zu bekommen? Und vielleicht muss man darüber dann auch mal offen sprechen, ja? Ja, natürlich. Das ist richtig. Also da hat man eben den Punkt, es sind viele private Grundeigentümer da, die es einsehen müssten, dass es so mit der Preisentwicklung nicht weitergeht, mit der Mietenentwicklung. Aber das ist schwierig. Hier wäre eben ein städtisches Objekt da, was tatsächlich ja, eine gewisse Leitfunktion, ich sage das nochmal, haben könnte. Aber gut, ich will jetzt hier nicht in so einen Dialog machen. Vielleicht sagt doch mal der Grundeigentümer genau. Was dazu. Ja. Also das Oberthema war ja Belebung der Innenstadt. Corona hat Dinge beschleunigt, die Innenstadt ist leer, das wünschen wir uns alle nicht, das ist schrecklich. Da gibt es düstere Visionen, wie das alles ausgehen kann. Und trotzdem haben wir noch die im Kopf, wenn wir über eine belebte Innenstadt, gerade von einer Großstadt wie Hamburg reden, dann haben wir ja auch dezentrale Innenstädte, aber wir reden jetzt über die Innenstadt hier. Die muss eine bestimmte Sogfunktion haben und die muss, wir haben diese Bilder im Kopf, dass dort Menschen sind und viele Menschen sind, die Angebote nutzen. Und diese Angebote
das war ja auch ihre, Teil Ihrer These, sind heute zu stark monostrukturell auf Handel ausgelegt. So, und wenn der jetzt zunehmend wegbricht oder durch Onlinehandel ersetzt wird, dann ist da was in Gefahr, das merken wir. Und das bildet sich auch ab, auch große Ketten mieten kleinere Einheiten und so weiter, einzelne Shops schaffen nicht mehr und so weiter. Also brauchen wir ergänzende Angebote. Warum kommt jemand in die Innenstadt und findet das gut dort? Ja. Und diese Ergänzungen zum Handel können, da kann Kunst und Kultur eine große Rolle spielen. Und was dann in einem, dann nennen wir es ruhig mal Mikrostandort, wie jetzt in der Herrlichkeit am Rödingsmarkt stattfinden kann, da muss man auch gucken, was denn heute schon dort ist. Und wir haben ja auf der gegenüberliegenden Straßenseite schon eine Reihe von Galerien. Die machen zweimal im Jahr auch tolle Events. Ja, und haben da auch eine Mikrokultur geschaffen. Die ist nur nicht so belebt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Insofern muss man an der Stelle, glaube ich, ganz, ganz stark in Richtung bestehende Galerien, Ausbau dieser Aktivitäten, Ergänzung dieser Aktivitäten gucken und eben nicht jetzt ein Kaufhaus aus diesem Standort machen, ja, oder sonst irgendwas. Das würde es wahrscheinlich nicht bringen, denn die Anlässe sind ja vielfältig. Und was belebt die Innenstadt? Das sind Menschen, das sind sicherlich immer auch in Ergänzung Wohnungen. Das kennen wir aus vielen Forderungen, dass wir irgendwo umbauen, dass möglichst auch die Mischnutzung mit Wohnen ergänzt werden soll. Nur wenn wir nur Wohnungen bauen, dann gucken wir uns um in den Wohnquartieren, da ist es abends auch tot. Mhm. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen Angebote, wir wollen Gastronomie haben, wir müssen sehen, dass auch mindestens mal die jüngeren Menschen, wenn sie in der Innenstadt arbeiten, nach der Arbeit oder auch während der Arbeit, das öffnet sich ja auch alles ein bisschen, ist ja nicht mehr so strikt mit Kernarbeitszeiten bei vielen Firmen, die wollen auch Anlässe haben, sich zu treffen, also Afterwork-Anlässe. Und das kann sich dann wieder befruchten und die Innenstadt nachhaltig auch beleben. Aber dazu gehört natürlich eine Qualität im öffentlichen Raum. Und dann sind wir wieder beim Viadukt. Das ist heute mit den parkenden Autos und der Viadukt keine Qualität im Straßenraum. Ja, da hat man keinen Anlass, dann dahin zu gehen. Und deswegen glaube ich, muss man das, wenn man Rezepte sucht, immer gucken, auf was kann ich aufbauen in so einer Mikrolage. Und dann kann ich daraus dann Ergänzungen entwickeln und die können sehr kleinteilig sein. Übrigens hat der Handel ja auch schon lange vielfältig erkannt, dass er nur mit Handel nichts wird. Gucken Sie mal, wie viele Geschäfte sich heute geöffnet haben und da gibt es ein kleines Café drin. Das sind dann vielleicht skandinavische Ketten, die da Vorreiter sind, die solche gemischten Konzeptionen auch in die Flächen bringen, die zugegebenermaßen heute sehr teuer sind. Eine Handelsnutzung ist heute fast 10-mal so teuer wie eine Büronutzung in der Innenstadt, ja, in der Fläche. Und das ist natürlich ein riesiger Abstand, den man nur sehr langsam auch irgendwie aufgeben kann und aufgeben wird. Das sind Rahmenbedingungen. Und eine wichtige Rahmenbedingung wollte ich noch nennen, denn auch das ist was, was die öffentliche Hand insgesamt ja in der Hand hat, mit dem Bauordnungsrecht. Sie haben es, glaube ich, vorhin angesprochen mit Bestandsschutz und den muss ich aufgeben und so weiter. Wenn ich eine größere Nutzungsflexibilität in den Gebäuden haben möchte, dann muss ich auch überdenken, ob das Regelwerk, was wir heute haben, richtig ist. Denn es ist extrem schwierig, Änderungen in den Nutzungen zu initiieren. Wenn ich jetzt konkret über Parkhaus Rödingsmarkt nachdenke und sage, wir müssten das Thema eigentlich ergänzen im Luftraum, ja, da wo es heute noch nicht gibt, dann würde ich mir auch wünschen, dass wir über das, was da heute schon steht, einen Bestandsschutz kriegen. Damit wir die Wegeführung außen ergänzen an dem Haus und damit wir neue Wegeführung haben, aber nicht das ganze Parkhaus in Frage stellen hinsichtlich seiner bauordnungsrechtlichen Relevanz. Denn dann haben wir quasi wieder einen wirtschaftlichen Overkill. Die Anforderungen können auch schnell dazu führen, dass man tolle Visionen verunmöglicht. Und deswegen wäre ich sehr dankbar dafür, wenn man auch sagt, was kann die öffentliche Hand tatsächlich tun? Ja, neben dem Thema wirklich eingreifen und sagen, hier muss jetzt das und das hin, das sollte man vielleicht immer zum Schluss erst machen, sondern erst mal gucken, an welchen Rahmenbedingungen kann ich eigentlich was ändern. Und Bauordnungsrecht wäre eine wichtige Rahmenbedingung, die wir sehr kritisch betrachten müssen. Ja, das würde ich auch so sehen, wobei, meine 35 Jahre in der Hamburger Planungsverwaltung
haben mich eigentlich gelehrt, dass das eigentliche Planungsrecht zumindest selten wirklich eine Bremse ist. Es gibt natürlich feuerpolizeiliche, sicherheitliche Aspekte, das ist wichtig. Aber das andere, wenn das Projekt wirklich gewollt ist und wenn es den stadtentwicklungspolitischen Zielen dient, ja Gott, also da wäre ich der Letzte, der sagen müsste, da muss man jetzt erstmal 5 Jahre einen Bebauungsplan ändern und damit das jetzt irgendwie passt und dann formal richtig ist. Frau Spengler, ich würde nur sagen, unsere Baunutzungsverordnung ist natürlich ein Handicap. Ne? An der wird ja rumgebastelt und man hat das urbane Gebiet entwickelt, was ja schon ein bisschen besser ist. Aber das ist ja noch so diese Sortierung in verschiedene Funktionen. Und wenn man die Baunutzungsverordnung da mal aufbrechen könnte, also stärker aufbrechen könnte, Ihr Vorgänger hat ja auch, glaube ich, gesagt, dieses dicke Bretter werden wir noch lange dran bohren. Aber diese Debatte, die kann man jetzt ewig führen und die bewahrt einen dafür vor, auch gute Ideen haben zu müssen erstmal. Und ich finde, wir sind jetzt in so einer, ich bin ganz bei Herrn Ladiges, ja, wenn wir eine starke Idee für diesen Stadtraum haben und wie wir den zurückholen in die Stadt, ja, dann ist das andere nachher Handwerk. Das ist dann im Zweifel auch ein dickes Brett und so, alles klar, haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Aber ich bin da noch nicht jetzt heute irgendwie ein Klagelied anzustimmen, weil irgendwelche Verordnungen uns daran hindern, Gutes zu tun. Ich glaube, man muss eine Idee für diesen Raum erstmal haben. Und da gibt es ein paar Ideen jetzt durch Studierende, durch ältere Herren, die sozusagen in jungen Jahren da schon mal sozusagen an diesem Ort waren und irgendwie nicht so, ja, und immer noch gute Ideen da haben. Und diese Debatte muss weitergeführt werden. Und dann gucken wir mal, was lässt das Bauordnungsrecht zu? Das lässt an vielen Stellen viel mehr zu, als man Land auf Land ab so meint. Da kann man sich auch schön dahinter verstecken, ja, hinter dem Bauordnungsrecht und Baunutzungsverordnungen. Aber ich glaube, jetzt geht es erstmal darum zu sagen, was sind Bausteine, die die Innenstadt beleben könnten, was brauchen die, um tragfähig zu sein und sozusagen, und wie hängt das sozusagen in dem räumlichen Gefüge zusammen. Ja? Und sozusagen eine Diskussion um Architektur und wie ergänzt man das, fände ich dann auch ziemlich interessant, weil das ist ja ehrlicherweise auch ein Thema, Herr Mark, auch wenn man da ein bisschen vorsichtig sein muss, es ist auch ein bisschen ein Kessel Buntes, was da heute so steht. Ja, mal ist es in dunklem Blech und mal ist es mal weiß gestrichen und auf der anderen Seite steht so ein bisschen was im Backsteinkleid und so. Und da wünscht man sich ja schon auch nochmal eine Idee für die Frage, wie ergänzen wir jetzt eigentlich an so einer Leerstelle, die das heute ist, auch wenn da sehr viele Stellplätze schon gestapelt sind, wie ergänzen wir eigentlich da das Alsterfleet? Das ist eines der prominentesten Stadträume, die wir haben. Und ich glaube, darüber lohnt es auch nochmal richtig nachzudenken. Und dann irgendwann kommt das Bauordnungsrecht, ja, und die Baunutzungsverordnung. Hört sich ja gut an, ne, wenn Sie da so offen sind. Also ich bin da ganz optimistisch. Mein Gott, also seit einem halben Jahrhundert, seit einem Jahrhundert muss man in den Ketten von Sachzwängen tanzen. Das ist der Job des Plans, das ist der Job des Architekten. Und natürlich gibt es eine ganze Menge überflüssiger Ketten. Aber trotzdem kriegt man innerhalb dieses Rahmens was hin. Man muss nur wissen, was man will. Mhm. Und ich glaube, dass das Schwierige in der Vergangenheit immer das eindimensionale Denken ist. Nur für einen Zweck mache ich das. Und jetzt ist man dabei, weil viele Sachen nur für einen Zweck da waren, dass man sie beseitigt, weil sie so genau auf einen Zweck gemacht und nicht mehr verwendungsfähig sind. Die Gründerzeitblöcke, die waren ja eben viel flexibler und nachhaltiger, weil man sie mehrfach nutzen kann. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Geschichte zurück. Wenn es möglich ist, die Maße zu halten, auf der einen Seite Vorsorge für die Mobilität zu sorgen, also für neue Mobilität, aber auch die Wegbringung, der die stört. Wenn es dann gelingt, eine große Portion Wohnen darauf zu bringen, wenn es dann die Möglichkeit gibt, Arbeitsstätten zu, und zwar die des neuen Typs zu bringen, wenn man dann auch noch hinkriegt, dass Wohnen und Arbeiten an bestimmten Stellen dort eine Symbiose macht, was eine echte Nachfrage ist. Das merkt man ja jetzt, diese Spaltung in Familien, Wohnen und Arbeitsplatz, was man so schlecht zusammenbringt. Und wenn man dann eben genau jetzt auch nicht nur den Rödingsmarkt zum Markt macht, sondern eben auch die Beziehung zum Wasser herstellt,
es gibt da immer so eine grüne Schute, die da schwimmt, die verzweifelt sagt, da kann man was machen. Da kann man unendlich viel mehr machen. Dann wird daraus plötzlich sogar eine Zieladresse und ein Pilotprojekt. Ja. Und ich würde das immer betrachten wollen als ein Weiterbauen. Nicht alles weg, ganz was anderes. Weiterbauen. Das ist die ganze Stadt ist ein ständiges Weiter- und Umbauen. Natürlich muss man das mit Augenmaß machen. Das heißt, man darf den Patienten, den man reparieren will, nicht bei der Operation umbringen. Das muss man mit Augenmaß machen. Das kann man von Studenten auch nicht erwarten, dass sie jetzt auch noch komplizierte Umbaustatiken und sowas bedenken. Aber es ist ohne weiteres möglich. Man muss es nur wollen. Und ich komme noch mal auf die Altstadt und auf die Neustadt zurück. Es gibt den Großneumarkt, nicht? Und der verspricht was. Es gibt in der Altstadt zwar Plätze, die aber eigentlich keine Vitalität haben im Sinne des Lebens. Genau dazwischen ist so ein Ort gut machbar. Es gab ja dazwischen mal den Scharmarkt. Der ist jetzt im Grunde genommen ein Park geworden, auch nicht schlecht. Aber im Grunde genommen ein Ort als Zielort für den Abend hinzukriegen in Verbindung mit dem Alsterfleet und auch dem, was man dort schwimmen kann, in der Woche oder wirklich Markttätigkeit zu machen und dann die besondere Form von Arbeiten und Wohnen in einer modellhaften Form zu bringen und das unter Verwertung der Substanz für die Funktion, die es da ist, also geschossmäßig und erschließungsmäßig, das geht. Und ich finde, dass, genau das war der Witz voller Anregung aus dem Studentenwettbewerb. Ja, also diese These, die ich absolut unterstützen würde, das darf nicht nur ein Durchgangsraum sein, der irgendwie schön gestaltet ist, sondern es muss Anlass geben, da bleiben zu wollen. Ja, und vielleicht muss man auch wenn ich da jetzt überhaupt keine fertige Meinung habe oder eine fertige Idee habe, man muss wahrscheinlich bei diesen ganzen Debatten um die Innenstadtfrage auch nochmal fragen, wen treffen wir denn im Moment mit dem bisherigen Angebot und wen auch überhaupt nicht? Also ich glaube, man muss die Innenstadt auch nochmal für Zielgruppen wieder interessant machen, mit Nutzungen, die ich jetzt gar nicht benennen kann, die heute die Innenstadt gar nicht mehr aufsuchen. Ja, und das sind ganz viele Menschen, glaube ich, die da überhaupt keine Zielpunkte mehr finden. Und da wäre so ein Ort, glaube ich, auch ein ziemlich interessanter. Ja. Der ist auf der einen Seite eingeführt und auf der anderen Seite hat er so eine gewisse Rauheit und Ruppigkeit und vielleicht muss es hier und da auch was geben, was nicht einfach so Mainstream ist und so, auch so ein bisschen so ein Stachel im Fleisch nochmal sein kann an der Stelle und was Ungewöhnliches. Wohlwissend, dass das jetzt sehr abstrakt ist, ja, aber ich glaube, diesen Verweilort hinzubekommen, das wäre ganz wichtig. Auch die ganzen Beerdigungsreden, die ich schon miterlebt habe, also zum Beispiel Hotellerie geht in Hamburg nicht mehr. Alle Hotels zogen aus der Innenstadt aus. Ja, wenn, dann kann man noch eins an der Außenalster haben. Und was haben wir jetzt für einen Wandel erlebt und einen Hotelboom, ist überhaupt gar nicht zu fassen. Das war ein totgesagter Typus. Nur dies eine Beispiel. Das zweite war die Gastronomie. Man bekam doch wenn man aus dem Thalia-Theater kam, bestenfalls noch irgendwo eine Bockwurst und auch das nicht. Man muss sich mal vorstellen, was jetzt gastronomisch passiert ist. Hat doch keiner sich vorgestellt, dass man hier in Hamburg sich benimmt wie im Süden, weil man das sucht. Es entstehen ja auch ganz neue Bedürfnisse. Und für solche veränderten Bedürfnisse, und die Menschen kommen ja von außerhalb, nicht zum Spaß als Touristen nach Hamburg, nicht? Für solche Bedürfnisse kann man Angebote schaffen. Und genau dieser Freiraum und das, dass ich das an einem Ort kristallisieren kann, wo ich sogar noch mein Fahrzeug lassen kann und da passiert was drin, das ist eine ganz große Chance. Ich sehe da überhaupt nicht das Problem, man muss es nur tun. Ja, da müssen es im Grunde natürlich auch die Wasserfläche richtig mit einbeziehen dort für solche Nutzungen. Und da hatte ich im Vorfeld von dem Wettbewerb und Gesprächen, die wir da geführt hatten, eigentlich das Gefühl, dass das Wasserrecht eigentlich viel rigider ist als jedwedes Bau- und Planungsrecht. Also dort wurde gar nichts eigentlich akzeptiert. Aber
Das mag auch eine falsche Wahrnehmung sein. Frau Spengler, Sie wollten vielleicht auch noch ein Erlebnis vom Planungsrecht. Ich finde, man kann das jetzt ja einfach anpacken. Ne? Das hört sich ja alles sehr optimistisch an. Also so ein Pilotprojekt tatsächlich mal konzeptionell zu starten, Konzeptwettbewerb zu machen. Es gibt ja in Hamburg unheimlich viele kreative Köpfe. Sie haben ja auch die kleine Schwester an der Gröninger Straße, wo ein Parkhaus für eine Genossenschaft zur Verfügung gestellt wird, die da was entwickelt. Gewerbe, Arbeiten, Wohnen, alles in bunter Mischung, Kultur. Also da wird ja schon sowas ausprobiert. Das finde ich toll, dass die Springhof sowas auch mitmacht. Und das könnte ja vielleicht nochmal ein anderer Rahmen sein, um so einen Konzeptwettbewerb zu entwickeln, wo man Akteure sucht, die da wirklich ganz tolle andere Sachen machen, die die Stadt aufladen, die sie aktivieren an der Stelle und die diese Lage auch nutzen. Mit dem Umfeld und mit dieser auch spröden Hochbahn, die davor vorbeigeht. Also wenn man in diesem Gebäude drin war und sieht auf der einen Seite die Hochbahn, auf der anderen Seite das Fleet, dann diese untergenutzten Arkaden, die man auch fantastisch anders, sich anders vorstellen kann, wie Sie eben erzählen. Also das ist ein enormes Potenzial. Und ja, da jetzt ranzugehen, die Vorzeichen sind einfach gut für solche Dinge im Moment. Ja. Wobei wir, glaube ich, städtischerseits schon vorab auch ein Stück weit die Rolle dieses Parkhauses nochmal definieren müssen. Ist es diese Parkhausfunktion erstmal, die ein Stück weit naheliegend ist? Wie gehen wir mit diesem ganzen ruhenden Verkehr im öffentlichen Raum um? Dazu gibt es ja eine sehr intensive Diskussion und auch sehr intensive Untersuchungen in der gesamten Innenstadt, die sich im Moment vielleicht noch so etwas konzentrieren an anderer Stelle, am Jungfernstieg, an der Mönckebergstraße und an der Steinstraße. Aber diese Diskussion, glaube ich, die müssen wir schon auch führen und auch grundsätzlich entscheiden, ist das langfristig ein Parkhaus, was uns in die Lage versetzt, auch den ruhenden Verkehr im öffentlichen Raum wirklich wegzunehmen oder aus dem Viadukt oder unter dem Viadukt die Autos wirklich mal richtig abzustellen in ihrem Parkhaus. Und dann, glaube ich, muss man sozusagen entsprechend die Weichen stellen. Ja, also ich glaube, das ist eine Aufgabe, die die Stadt gemeinsam auch mit der Springenhof erledigen muss. Kann ja auch beides sein. Ne? Man kann ja auch Parken oder Mobility Hub entwickeln und trotzdem andere Nutzung mit hineinbringen. Drive-in-Nutzung. Na klar. Also nicht Lagerdenken, sondern alles passt zusammen irgendwie, wenn es gut ist. Na klar. Aber das war ja genau der Witz. Wollen wir sagen, der Wettbewerb war ein Springbrunnen an Ideen und Anregungen. Nicht? Das Handwerkliche ist jetzt, die richtige Zusammensetzung zu finden und die Machbarkeit. Nicht? Aber es ist viel besser, aus der Substanz etwas zu entwickeln, als ein neues Experiment fremd reinzusetzen. Also die ganze Stadt besteht aus Weiterbauen, Weiterentwickeln, Ergänzen, Verdichten und so weiter. Herr Mack, das ist auch im Moment ist das auch en vogue und politisch korrekt, das sozusagen. Ja. Wenn man das Bild, also ich habe auch gar keine andere, grundsätzlich andere Meinung. Nur Herr Ladig, das hatte ja vorhin so ein Bild so aus den 60ern nochmal. Ne? Und wenn man so, jetzt kann man sagen, das war auch in Teilen eine sehr gedankliche Schlichtheit, die sich da sozusagen einen baulichen Ausdruck gefunden hat, sehr eindimensional auf den Autoverkehr, aber es hatte auch was unglaublich Optimistisches. Ja? Da kann man heute ein bisschen pessimistischer, so kopfschüttelnd davor stehen und sagen, warum haben die das eigentlich gemacht? Ja? Hatten die so ein schlichtes Bild von städtischer Lebendigkeit? Aber manchmal muss ich auch sagen, fehlt mir auch ein bisschen der Optimismus und sozusagen, also jetzt keine vordergründige Fortschrittsgläubigkeit, aber schon auch so ein Mut, der dahinter gesteckt hat, ja, der sich dann vielleicht Generationen später, zwei Generationen später, auch als vielleicht nicht der Königsweg dargestellt hat, aber ich würde mir schon auch wünschen, dass wir jetzt nicht zu devot sagen, mit diesem Haus umgehen, uns nichts mehr trauen, sondern schon da jetzt auch mit allem Optimismus rangehen. Ja. Und wenn man diese Spindel da hochfährt, Herr Mark, die Sie gezeichnet haben, dann ist das doch auch irgendwie, hat das, also nicht was Befreiendes, aber das ist auch toll. Ja. Ja. Weil es schon auch eine neue Vorstellung von Raum hatte, ja, weil es ein Stück weit die Mobilität da zelebriert hat und da hochgebracht hat.
Und ich würde mir schon auch diesen gleichen Mut in vielleicht einer sehr anderen Richtung schon noch wünschen. Für diesen Raum insgesamt und für die Innenstadt sowieso. Ja, genau. Also das denke ich auch. Das ist im Grunde sowas wie eine Aufbruchstimmung, die man im Grunde bräuchte. Und von der ich glaube allerdings, Herr Höhling, dass sie so von alleine irgendwie schwer zustande kommt. Sondern die Stadt müsste vielleicht, und wer anders als die Stadtentwicklungsbehörde, müsste vielleicht sagen, so okay, jetzt gucken wir mal, wo wir in der Innenstadt tatsächlich mal so an 3, 4 Stellen niedrigschwellige Kulturangebote machen könnten, wo die Kulturschaffenden, also die Theater natürlich, das machen können dort. Aber die Flächen müssen ja erstmal da sein. Und das wird eben, das ist meine Befürchtung oder meine Prognose, das wird schwerlich bei Privaten möglich sein, denn da kommen immer wieder diese berühmten Mietvorstellungen zum Tragen und warum gerade ich und warum nicht der Nachbar und also da fallen mir tatsächlich zum Beispiel Parkhäuser ein. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt keine rosa Brille auf, aber ich bin da jetzt auch nicht zu pessimistisch. Also ich nehme im Moment wahr, dass alle darüber sehr intensiv und auch ernsthaft nachdenken. Die Kulturschaffenden, ja, sozusagen die Kulturinstitutionen in der Innenstadt denken darüber nach, welchen Beitrag sie leisten könnten, welche Orte sie dafür vielleicht in Beschlag nehmen können. Wir denken da ein Stück weit drüber nach. Ich nehme aber auch wahr, dass eine ganze Reihe von Grundstückseigentümern, Immobilieneigentümern genau darüber nachdenken, weil sie schon auch merken, dass das Geschäftsmodell nicht einfach so nahtlos weitergehen wird. Ja? So nach der Impfung geht das nicht einfach so weiter. Und das stimmt mich einerseits natürlich nachdenklich und andererseits auch ein Stückchen optimistisch. Ja, und deshalb sitzen wir hier, deshalb macht eine patriotische Gesellschaft einen Wettbewerb, um genau diese Dinge in Gang zu setzen. Und dann braucht es ja in unserer Profession immer auch einen gewissen langen Atem, aber den haben wir doch auch, Herr Mark. Ja, natürlich. Den haben wir doch anders auch. Anders geht das nicht. Also ich bin auch optimistisch. Ich glaube auch, Economy comes back, auch nach der Krise auf jeden Fall. Und mich hat gerade, wenn ich chinesische Städte angucke, da haben sie viel mitgewirkt, auch gesehen, wie viel Mut und wie viel Entschlossenheit da zu diesen gigantischen, schnellen Stadtentwicklungsprojekten geführt hat. Das ist natürlich hier eine andere Voraussetzung. Wir leben in einem Stadtraum, der permanent umgebaut wird, ergänzt wird, angebaut wird, der sich permanent verändert. Und da sind wir jetzt gerade hier in diesem Teil auch mittendrin. Und ich glaube nicht, dass wir Regeln brauchen, dass jetzt hier ein Parkhaus irgendwie grundsätzlich in Frage gestellt wird und dass das den Kulturschaffenden zu Füßen gelegt wird. Ich glaube das nicht. Sondern wenn man die Themen sieht, dass wir den Burchardplatz freiräumen wollen, dass wir andere öffentliche Plätze autofrei machen wollen, dass wir viel liegenden Verkehr aus den Straßen wegkriegen wollen. Das hat ja eins zum Ziel. Das soll ja eine Qualitätsverbesserung werden für die Menschen, die hier wandeln, die hier leben, die hier umgeben sind und die diesen Straßenraum und Parkraum vor allem auch zurückerobern. Und man kann sich jetzt eine Welt ohne Autos vorstellen, das tue ich erstmal nicht bei der Anzahl von steigenden Wagen, die es immer noch gibt. Wir wissen aber auch, es ist ein politischer Wille da, dass wir weniger Autoverkehre in der Stadt haben. Dafür gibt es ergänzende andere Verkehrssysteme, die an ihrer Kapazitätsgrenze waren vor Corona, ja, die jetzt sicherlich weiter ausgebaut werden müssen, damit es überhaupt eine Chance gibt für weniger Autos. Aber meine Konklusio ist, es muss Parkräume am Rande der Innenstadt geben, damit wir an anderen Stellen auch Sachen freiräumen können und da größere und bessere Qualitäten herstellen. Aber ich wehre mich überhaupt nicht dagegen, Nutzungsergänzungen und Qualitätsaufwertungen damit zu verbinden. Wir stehen sowieso vor der Frage, wie gehen wir dieses Parkhaus an? Wie gesagt, der Beton schreit danach, er muss saniert werden. Da muss was geschehen und dass man das dann ergänzt um aufwertende Funktionen, das finde ich absolut richtig. Und das werden wir in unseren Konzeptionen auch mit berücksichtigen. Ja, gut, vielleicht kann es das jetzt der Punkt, mal eine Zusammenfassung zu wagen. Für mich hat es heute gezeigt, dass doch eben dieser Wettbewerb, diese Stelle dort als Auslöser
doch eine Menge Fantasie freisetzt und auch eine Menge Aktivität freisetzen könnte, wenn man es denn irgendwie wollte und wenn man es in einen Prozess einbetten könnte, der dort auch etwas umfassender ist. Sicherlich nicht nur bezogen auf das Parkhaus, das muss dann schon da etwas mehr sein in diesem Bereich. Aber ich denke, dass das eigentlich schon sehr viel ist, was mit dem Bülow-Wettbewerb dann erreicht worden ist. Mehr als vielleicht manches Mal vorher, wo die Dinge dann so im Akademischen etwas verblieben sind. Wir wollen es ja möglichst auch nochmal ausstellen für die breite Öffentlichkeit. Das ist alles Corona-bedingt bislang nicht möglich gewesen. Denke ich aber, wird die Patriotische Gesellschaft und auch der Arbeitskreis wird da nochmal viel Energie reinsetzen, wo wir das machen können. Ja, ansonsten danke ich allen Beteiligten hier und hoffe, dass wir uns dann auch mal zu einem 8. Bülow-Wettbewerb wiedersehen werden. Okay, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Okay.